da kenne ich so einen lieben Witz. Ja. Da kommt ein Mann am Bauernhof und da ist ein kleiner Junge. Und der Mann sagt zum kleinen Jungen, du, wo ist denn dein Papa? Und da sagt der Junge, der ist vom Traktor überfahren worden. Sowas? Sowas, sagt der Mann, aha, und deine Mama, die ist vom Traktor überfahren worden. Und der Mann schaut sich dann aus, ja, furchtbar, fürchterlich. Und der Mann schaut sich um und sieht überhaupt niemanden und sagt, wo sind denn all die Tiere eigentlich? Und sagt der kleine Junge, vom Traktor überfahren worden. Das gibt's doch gar nicht. Das ist, also dem Mann wird schon langsam gruselig und sagt, hast du gar keine Geschwister gehabt? Und sagt er, ich habe schon welche gehabt, aber die sind alle vom Traktor überfahren. Und der Mann macht sich dann schon Sorgen und will schon die Wohlfahrt holen und fragt ihn dann, ja, was machst denn du eigentlich den ganzen Tag? Und sagt der kleine Junge, Traktor fahren. Das ist verrückt. Gott sei Dank nur ein Witz. Und keine ich sage immer, ein Spaß muss dabei sein können, ja. Auch wenn es um noch so ernste Sachen geht, sicher. Ohne eine gewisse Portion Humor. Du magst alles leichter, gell? Was soll ich sagen? Also, Humor ist, wenn man drüber trotzdem lacht. Ja. Ne? Ja. Trotzdem vergeht mir das Lachen natürlich, ja, wenn ich mir euch anschaue und euch zuhöre, wie ihr überhaupt nichts weiterbringt. Und jetzt würde ich euch wirklich bitten, könntest ihr die Ärmel aufkrempeln? Wäre das möglich?